Der Titel meiner heutigen Kurzpredigt lautet: Die Kosten überschlagen. Was genau bedeutet das, seine Kosten zu überschlagen? Eine Frage, die man zu Anfangs hört, vor seiner Taufe im besten Fall, und man sich hoffentlich darüber Gedanken macht. Aber versteht man auch, was es bedeutet? Gerade zu Anfangs ist man sehr motiviert, euphorisch und aufgeregt. Und es besteht die Möglichkeit, dass man dadurch etwas überstürzt und eventuell die falsche Entscheidung trifft. Vor allem denkt man in seiner Euphorie, das alles zu packen, was auch immer da kommen mag. Hat man sich darüber Gedanken gemacht? Die Kosten zu überschlagen bedeutet, sich Gedanken zu machen, was auf einen zukommen kann, was man tun muss, was man nicht mehr tun darf, wie viel man aufwenden muss und ob man bereit ist, aus seiner Komfortzone herauszukommen und gewisse Dinge aufzugeben. Wie Christus sagte in Lukas 14, 25 bis 32, hier nur ein Auszug, muss man, bevor man anfängt zu bauen, schauen, ob man auch genug Material dafür übrig hat. Und auch muss man bereit sein, gewisse Dinge oder eventuell sogar Menschen zurückzulassen, um ihn, Christus, an erster Stelle zu setzen. Und in Vers 33, schlagen Sie dies bitte gerne auf, Lukas 14, Vers 33. Ich zitiere hier aus der Hoffnung für alle, Lukas 14, Vers 33. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Denn wir wissen auch, was Christus sagen wird in Matthäus 25, 12 zu denjenigen, die nur meinen, ihn gedient zu haben. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Kann man das also alles so genau wissen, was auf einen zukommen kann? Und nein, das kann man natürlich nicht. Wir können weder in die Zukunft voraussehen, noch erahnen, was für uns gedacht ist. Seiner Berufung zu folgen, heißt, sich auf Gott einzulassen und alles hinter sich zu lassen. Fakt ist, es werden Prüfungen kommen. Aber diese sind alle notwendig und zu unserem Besten. Auch wenn wir das nicht immer sehen wollen. Gott weiß es besser und wir müssen ihm vertrauen und zeigen, dass wir ihn mehr wollen als alles andere. Und ja, das kann manchmal schwer sein. Es kann wehtun, traurig machen und vieles mehr. Abraham zum Beispiel musste einfach losziehen, ohne zu wissen, wohin und wie lange das dauert. Und wir haben schon manchmal ein Problem damit bei einem Jobwechsel. Abraham hatte vermutlich auch die härteste Prüfung überhaupt, indem er bereit sein musste, seinen Sohn zu opfern. Eine Sache, woran ich überhaupt nicht denken möchte. Josef wurde verkauft und war für Jahre im Gefängnis. Mose hat sein wohlhabendes Leben in Ägypten aufgegeben, ohne zu wissen, was auf ihn zukommt. David ist geflüchtet und fürchtete um sein Leben. Und was er nicht alles in den Psalmen geschrieben hat, können Sie gerne selbst nachlesen. Und zu Hiob, denke ich, muss man auch nicht viel sagen. Auch Paulus hatte mit seiner Krankheit zu kämpfen. Und so gibt es viele Beispiele, die zeigen, dass man als Christ harte Prüfungen erleiden muss. Aber Abraham war auch reich und hatte ein erfülltes Leben. Josef herrschte dann in Ägypten und wurde ein mächtiger Mann. Mose führte ganz Israel aus Ägypten. David wurde König. Und Hiob bekam das Doppelte von allem, was er hatte. Und bekanntlich hatte er viel. Und Paulus wurde ein großer Apostel. Ist das Leben eines Christen also hart? Ja. Ist es schmerzhaft? Ja. Muss man Verzicht üben? Ja. Verlust? Ja. Ist das manchmal traurig? Oh ja. Bedeutet dies aber, dass man keine Freude hat? Nein. Kein Frieden? Nein. Keine Gesundheit? Nein. Keinen materiellen Segen? Nein. Keine Liebe? Nein. Ganz im Gegenteil. All dies wird es mit Gott erst recht und in Fülle geben. Die Probleme eines Christen sind andere. Es sind welche, die zur Erziehung dienen, dabei helfen sollen, ein besserer Mensch zu werden und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Was ärgert uns und plagt uns nicht alles im Leben? Früher waren es die Rechnungen im Briefkasten, sinnlose Streitereien. Der Unterschied als Christ ist dieser, dass die Rechnungen einen nicht mehr so sehr plagen. Der Job mit Hilfe von Gott erträglicher wird. Und wenn er schwer ist, weiß man zumindest, dass dies seine Gründe hat. Und ihre Beziehung oder besser Ehe wird durch und mit Gott deutlich enger und besser als zuvor. Mal ein kleines Beispiel von mir. Circa einen Monat nach meiner Taufe damals kam meine damalige Frau zu mir und sagte, sie möchte sich scheiden lassen. Und glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, an diese Kosten habe ich nicht gedacht. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, ob ich mich hätte taufen lassen, hätte ich dies zuvor gewusst. Aber im Laufe der Jahre wurde mir dies immer egaler. Und warum? Weil ich immer noch hier bin. Viele hier in der Kirche sind alleine. Und nicht alle kommen damit zurecht oder haben die Entscheidung getroffen. Andere kämpfen mit Krankheiten oder sonstigen persönlichen Problemen. Es ist nicht immer erfüllend und manchmal schwer zu ertragen. Wir alle haben unsere Last, unser Kreuz zu tragen, welches dies auch immer sein mag. Und unter Umständen bleibt der Segen, den man sich wünscht, verwehrt. Und das mag nicht einfach sein zu akzeptieren, was man auch nicht muss, weil man nicht weiß, was kommt und Gott für einen geplant hat. Mir hat eine Sache im Leben immer geholfen, in der Zeit, in der Kirche, immer wenn es schwer wurde oder Zweifel aufkamen, habe ich mir folgende Frage gestellt, um mich selbst zu prüfen. Und wenn wir uns diese Frage stellen, sind wir ehrlich zu uns selbst? Antworten wir nicht aus Emotionen heraus, in dem Moment, wo man zornig oder übermäßig traurig ist? Sind wir sachlich und objektiv mit dieser Frage? Die da lautet, würde ich mich auch jetzt noch oder wieder taufen lassen? Diese Frage habe ich mir oft gestellt und ich habe sie immer wieder mit Ja beantwortet. Deswegen wurde es mir egaler, was meine Scheidung nach all den Jahren anging. Wäre es also nicht zuvor passiert, dann irgendwann danach. Ob ein halbes Jahr oder Jahr danach, Fakt ist, ich wäre heute hier. Man versteht nicht immer, was Gott für einen vorhat. Mit einem vorhat. Wir wissen aber, dass das Endergebnis immer gut ist. Und das Schwere mit Gott immer lösbar. Es ist oft ein unbequemer Weg. Aber dies hat Gründe, damit wir die Dinge zu schätzen wissen, die wir bekommen und damit wir demütig bleiben. Die Kosten überschlagen bedeutet also bereit sein, sich bewusst sein, was kommen kann und die Entscheidung nicht aus der falschen Motivation zu treffen, sondern die richtige Priorität zu haben. Wir sollten doch bei allem die Kosten überschlagen. Ob ein Kredit für ein Auto oder ein Haus, dies bedenkt man doch auch zuvor, ohne zu wissen, wie lange man den Job hat, der einem dies ermöglicht. Oder bei der Eheschließung fragt man auch bewusst, ob man will, in guten wie in schlechten Zeiten. Und auch da weiß man nicht, was diese schlechten Zeiten sind. Man erklärt sich bereit für das, was richtig und gut ist. Und bei allem Negativen, was kommen kann, ist es das Gute, das überwiegt und das Schlechte mit Gott immer lösbar. Zweifeln wir nicht in harten Zeiten an der Taufe und quälen wir uns nicht mit der Frage, ob man die Kosten überschlagen hat. Stellen wir uns einfach die Frage, ob wir es wieder tun würden und ob wir hier und heute, alle diese hier sind, am Laubhüttenfest lieber sind als sonst wo. Und auch wenn wir mal zögern mögen mit der Antwort, ist dies keine Bestätigung dafür, dass man nicht berufen ist. Denken wir auch da an Jona. Dieser wollte sterben. Jeremia wäre am liebsten gar nicht geboren worden. Wie groß muss da das Leid also sein? Und dennoch haben sie es geschafft. Und so werden es auch wir schaffen. Vollkommen egal, wie sehr wir mit uns hadern. Also wenn mal Zweifel aufkommen sollten, und das ist nur allzu menschlich, dann müssen wir uns vor Augen halten, was in Apostelgeschichte 22, Vers 14 geschrieben steht. Schlagen Sie bitte auf, Apostelgeschichte 22, Vers 14. Ich zitiere hier aus der Elberfelder Bibel. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich, uns alle hier, dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören.
Und für diejenigen unter uns, die daran denken, sich taufen zu lassen, all die Predigten, die Botschaften verstehen, findet man den passenden Ratschlag zwei Verse weiter in Vers 16. Und dies ist die letzte Stelle und damit würde ich die Kurzpredigt dann auch beenden. Apostelgeschichte 22, 16. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst.